Hallo meine lieben Weltmeister und herzlich willkommen zum Meditation Monday. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und habt euch gut erholt von der Kälte unserer arktischen Nordpol-Expedition. Das war ein ganz schönes Abenteuer, aber auch diese Woche gibt es wieder ein ganz großes Abenteuer für uns, denn diese Woche zieht es uns weg von der Kälte des Nordpols hin zur Hitze, und zwar zur Hitze der Trockenwüsten. Uns zieht es nämlich diese Woche in die größte Trockenwüste der Welt. Tja, da lautet doch auch schon meine Quizfrage des Tages. Ja, wie heißt denn die größte Trockenwüste der Welt? Na, wisst ihr's? Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf und hoffe, ihr findet das auch schon vorher raus. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen am Freitag. So. Aber da auch in der Trockenwüste sehr schwierige und extreme Bedingungen herrschen, müssen wir uns auch darauf wieder ganz, ganz gut vorbereiten. Also, meine lieben Weltmeister, lasst uns keine Zeit verlieren, denn jetzt wird trainiert, meine lieben Weltmeister. Also, auf geht's! Herzsprung! So, dann können wir auch jetzt mit dem Training anfangen und wir fangen direkt mit den Bergsteigern an. Denn wenn wir ein paar Wüstendünen erklimmen wollen, dann können wir diese Übung auf jeden Fall gebrauchen. Also lasst uns gleich anfangen und dann geht's los. Und los! Immer schön nach vorne. Und stopp. Sehr gut. Und jetzt machen wir weiter mit einer Übung, die ihr auch schon kennt, und zwar dem Unterarmstütz. Und da ist es wichtig, dass wir das jetzt einfach ganz lange durchhalten, denn um in der Wüste zurechtzukommen, bei all diesen äußeren Bedingungen, der Hitze und, naja, viel zu sehen gibt es ja in der Wüste auch nicht, ja, da braucht man auf jeden Fall Durchhaltevermögen, um die Wüstenexpedition bis zum Ende durchzustehen. Also lasst uns jetzt den Unterarmstütz gehen und das einfach nur halten. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Haltet schön die Spannung in eurem Bauch. Der Rücken bleibt gerade. Und ablassen. Sehr gut. Und eine weitere Übung, die uns auf jeden Fall auch in der Wüste helfen kann, das ist, sind die Liegestütze mit dem Laufen. Das heißt, wir stellen uns so hin und dann fangen wir an, nach vorne zu gehen, machen dann eine Liegestütze, wenn wir vorne sind, und gehen den gleichen Weg wieder zurück. Und los geht's. Sehr gut.
Und jetzt noch die letzte Übung für diesen Durchgang. Und das ist nämlich eine Bauchübung. Denn auch um sich im Sand fortzubewegen, braucht man einiges an Rumpfstabilität. Und dann machen wir jetzt diese Übung. Ein Bein strecken wir nach oben. Das andere halten wir so in der Luft. Zehenspitzen immer schön anziehen. Und dann gehen wir einmal nach oben zu dem Bein, das gerade in der Luft ist. Und dann wechseln wir durch und machen die andere Seite. Also auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Achtet darauf, dass ihr mit eurem Rücken die ganze Zeit auch schön am Boden liegt. Gerade mit dem unteren Rücken. Und stopp. Sehr gut. Herzsprung! Euch ist ja vielleicht aufgefallen, dass ich von der Trockenwüste gesprochen habe. Denn Wüste ist nicht gleich Wüste. Wüste bedeutet einfach nur, dass es sich um ein vegetationsarmes Gebiet handelt. Das heißt, ein Gebiet, an dem nur ganz, ganz wenige Pflanzen überhaupt leben. Aber Wüsten, da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten. Zum Beispiel gibt es Steinwüsten, es gibt aber auch Salzwüsten. Und eine Wüste, die haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Ja, das ist die Eiswüste. Nämlich auch die Arktis ist eine Eiswüste. Aber diese Woche wollen wir uns von der Kälte abwenden und hin zur Sonne. Und das ist dann nämlich oft auch eben eine Sandwüste. Und die habt ihr ja bestimmt auch schon mal auf Bildern gesehen. Und die sieht doch schon mal sehr spannend aus, oder? Ja, wie ihr seht, ist die Wüste ziemlich karg, aber auch dort gibt es ganz viele Tiere und natürlich auch Pflanzen zu entdecken. Aber bevor wir fit für die Wüste sind, müssen wir erstmal weiter trainieren. Also lasst uns jetzt weitermachen mit dem Durchgang Nummer 2. Auf geht's wieder mit den Bergsteigern. Also Hände nach vorne und dann geht's los auf 3. 1, 2, 3 und los. Stopp. Sehr gut. Jetzt machen wir weiter mit dem Unterarmstütz. Jetzt trainieren wir wieder unser Durchhaltevermögen. Also macht euch bereit und dann geht's los. Auf 3. 1, 2, 3 und los. Und wer ans Aufhalten oder Aufhören denkt, versucht einfach noch weiterzumachen. Und stopp. Sehr gut. Denn, wie gesagt, auch diese Übung hier kann man nicht nur als körperliche Übung verwenden, sondern auch als eine geistige Übung, bei der man nämlich ganz gut sein Durchhaltevermögen schulen kann. So. Jetzt haben wir das getan, für diese Runde zumindest. Und jetzt können wir weitermachen mit den Laufliegestützen. Das heißt, wir stellen uns wieder hier hin und dann geht's los.
Und noch ein letztes Mal. Sehr gut. Und jetzt machen wir weiter mit der Bauchübung. Und fangen auch direkt an. Geht in die Position und dann geht's los. Und stopp. Sehr gut. Jetzt haben wir auch den zweiten Durchgang geschafft und können erstmal wieder noch mal eine ganz kleine Pause machen. Wenn ihr was zu trinken habt, dann holt euch doch was und nehmt einen Schluck. Denn noch bereiten wir uns ja nur auf die Wüste vor. Da müssen wir nicht jetzt schon austrocknen. Also trinkt was und dann geht's auch gleich weiter. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch natürlich noch ein bisschen mehr über die Wüste und was es da alles so zu sehen gibt. Herzsprung! Typischerweise gibt es nämlich in der Wüste ja ganz viele Schlangen, Echsen und auch Insekten. Aber es gibt nicht nur solche Tiere, sondern es gibt auch noch einige Säugetiere, wie zum Beispiel die Rennmäuse oder Springmäuse, aber es gibt sogar auch noch einen Wüstenfuchs. Also ihr seht schon, es gibt doch einiges zu sehen, auch in der Wüste. Und ja, einige Tiere sind sogar giftig. Das heißt, man muss auch in der Wüste besonders gut aufpassen, denn die sind auch teilweise gar nicht so leicht zu entdecken und verstecken sich auch gerne. Und eine zum Beispiel von diesen Tieren, die sich gut verstecken können, ist nämlich die Wüstenhornviper. Und das ist eben eine Schlange, die sich da ja, stundenlang in der Wüste verharrt und so auch ziemlich schwer zu entdecken ist. Hier kommt erstmal ein Foto. Wenn die Wüstenhornviper im Sand liegt, ja, dann vergräbt sie sich meistens und dann schauen nur noch die Augen und ihre zwei Hörner aus dem Sand raus und der Rest, ja, verschwindet einfach unter der Sanddecke. Und so ist sie natürlich schwer zu erkennen von der Ferne, aber auch von nahem. Und das macht sich die Viper dann natürlich, wenn sie auf Beutejagd geht, zunutze. Wenn sich die Viper aber dann im Sand bewegt, hinterlässt sie ganz markante Spuren, die nennen sich dann, sind dann sogenannte Seitenwinder und an denen kann man ja die Viper dann doch gut auch entdecken und finden und aufspüren. Aber bevor wir in diese Lage kommen können, ja, die Sand- oder die Wüstenhornviper aufzuspüren, müssen wir erstmal weiter trainieren. Herzsprung! Also lasst uns weitermachen mit den Bergsteigern. Geht in die Position und dann geht's los. Und stopp. Sehr gut. Das war schon mal eine gute Übung. Und jetzt können wir weitermachen mit dem Unterarmstütz. Geht wieder in die Position und dann geht's los.
Und ablegen. Sehr gut. Wer am Ende merkt, dass er die Übung nicht mehr so gut halten kann, der kann natürlich auch früher absetzen oder einfach kurz ablegen für 2-3 Sekunden und dann wieder nach oben gehen. Aber achtet schön darauf, dass ihr bei der Übung auch immer mit dem Rücken ganz gerade bleibt und dass der Bauch nicht durchhängt. So, jetzt lasst uns weitermachen mit den Laufliegestützen. Geht in die Position und dann geht's los. Und ein letztes Mal und zurück auch wieder und dann haben wir es geschafft und können jetzt nochmal die Bauchübung machen. Geht wieder in die Position und dann geht's los. Und stopp. Sehr gut gemacht. Das war doch heute ein tolles Training. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und jetzt lasst uns doch direkt im Programm weitermachen. Herzsprung! Letzte Woche waren wir ja in der Eiswüste und haben schon gemerkt, ja, wie anstrengend das sein kann. Denn ja, Wüsten haben das an sich. Es sind sehr extreme Bedingungen dort und das ist wirklich anstrengend. Diese Woche setzen wir uns ja, extremer Hitze aus, gegen die wir uns ja nur schwer schützen können. Aber auch da können wir heute wieder ja unsere Gedanken nutzen, beziehungsweise die Kraft unserer Gedanken, um uns auch sehr gut vorzubereiten auf das, was eben in der Wüste auf uns zukommt. Denn bei den heißen Temperaturen müssen wir wirklich darauf achten, dass wir uns nicht zu viel bewegen. Denn jede Bewegung muss gut eingeteilt sein, weil jede Bewegung eben auch ein Energie- und Wasserverlust bedeutet. Und das zusammen ist keine gute Kombination in der Wüste. Viele Wüstentiere machen uns das deshalb vor und zeigen uns, wie man durch wenige Bewegungen Energie sparen kann. Und das, ja, das wollen wir jetzt auch mal üben. So, dann macht euch, begebt euch in eine Position, die euch gut tut, die sich gut für euch anfühlt. Ihr könnt sitzen, ihr könnt euch aber auch hinlegen. Macht euch einfach bereit, um euch für die Wüste zu trainieren. Und das üben wir jetzt erstmal mental, bevor wir dann am Freitag ja in die Wüste selbst gehen. Also, findet eure Position und dann schließt eure Augen und achtet auf eure Atmung. Atmet tief ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Stellt euch jetzt vor, wie ihr in einer Wüste sitzt. Ihr sitzt auf einer Düne ganz oben. Um euch herum ist nur Sand. Ab und an
geht ein leichter Wind, der den Sand etwas aufwirbelt. Ihr seht nur Sand, soweit das Auge reicht. Ihr seid fasziniert von der atemberaubenden Wüstenlandschaft. Wir sind ganz achtsam mit unserer Umwelt und beobachten auch. Wir lassen unseren Blick zur Seite gleiten und entdecken eine Hornviper. Lasst es uns jetzt wie die Hornviper machen. Wir sitzen ganz ruhig da. Wir bewegen uns gar nicht mehr. Wir atmen ganz langsam ein und aus. Denn nur so verlieren wir keine Energie und kein Wasser. Langsam werden wir eins mit der Umgebung. Wir spüren die Hitze auf unserer Haut. Wir merken, wie alles heiß ist, der Boden, die Luft, und wir spüren die Strahlen der Sonne unerbitterlich auf unserer Haut. Doch bevor uns zu warm wird, machen wir uns jetzt ganz kühle Gedanken, denn wir wollen uns ja abkühlen. Stellt euch vor, wie langsam Wolken aufziehen, die sich vor die Sonne schieben. Und so wird aus der Hitze langsam eine angenehm warme Temperatur. Es wird merklich kühler. Stellt euch jetzt vor, wie auch noch ein stärkerer Wind kommt. Kostet diesen Moment der Kühle aus. In der Hitze gibt uns dieser Moment Zeit, uns wieder zu erholen und uns bereit zu machen für das, was noch kommt. Wir atmen wieder tief ein und lange aus. Tief ein und lange aus. Und auch ein letztes Mal atmen wir wieder tief ein und tief aus. Spürt noch einen Moment in euren Körper hinein und öffnet dann die Augen. Das war doch schon mal ein gutes Training zur Vorbereitung für die starken Temperaturen in der Wüste und für die extremen Bedingungen. Sehr gut, meine Weltmeister. Das war doch eine tolle Lektion im Energiesparen. Und die habt ihr mit Bravour gemeistert. Und somit seid ihr schon mal vorbereitet für die erfolgreiche Teilnahme an unserer Wüstenexpedition. Sehr schön, dass ihr mitgemacht habt. Wir sind dem Ganzen schon einen Schritt näher gekommen. Denn Ruhe und Gelassenheit sind auch in extremen Bedingungen sehr, sehr wichtig.
sollten auch Ruhe und Gelassenheit üben, damit wir uns ja noch besser auf unsere Wüstenexpedition vorbereiten können. Deshalb lautet die Tagesaufgabe auch heute: Stellt euch einer Drucksituation und versucht in dieser dann einen kühlen Kopf zu bewahren. Das kann zum Beispiel ein sehr schweres Puzzle sein. Es können aber auch die Mathehausaufgaben sein. Das liegt ganz bei euch. Ihr werdet schon etwas finden, was euch herausfordert. Und dann macht euch dran, gebt euer Bestes, aber bewahrt einen kühlen Kopf. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Den brauchen wir auf jeden Fall in der Wüste. Und ja, versucht eben einfach nicht zu verzweifeln, sondern positiv zu bleiben. Denn auch das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir in der Wüste brauchen. Das Durchhalten, das Gelassensein und ja, sich nicht zu sehr von seinen Gefühlen leiten zu lassen. Denn, wie gesagt, in der Wüste brauchen wir einen kühlen Kopf. So, jetzt kommen wir auch schon zur Abschluss-Challenge und das ist heute eine ganz besondere Übung. Die zeige ich euch hier im Video. Herzsprung! So, jetzt zeige ich euch, wie die Abschluss-Challenge geht. Und zwar ist das heute eine Yoga-Übung und zwar die Cobra-Stellung. Das heißt, wir legen uns auf den Boden. Achtet darauf, dass die Füße und die Beine komplett am Boden liegen. Also, dass ihr da schön am Boden seid und keine Luft dazwischen ist. Und dann legen wir den Kopf erstmal auf den Boden. Die Arme stützen wir oder legen wir unter die Schultern. Und dann richten wir uns ganz langsam auf. Zuerst geht nur der Kiefer nach vorne, bis es nicht mehr geht. Und dann heben wir langsam ab, Wirbel für Wirbel. Und da könnt ihr mal schauen, wie hoch ihr denn kommt. Achtet darauf, dass ihr natürlich nicht dahin geht, wo es zu sehr weh tut, aber schaut dann, was ihr so an Beweglichkeit könnt und was euer Körper zulässt. Drückt die Schultern etwas nach hinten und dann seid ihr auch schon in der Cobra. Viel Spaß damit! Herzsprung! Also meine lieben Weltmeister, viel Spaß bei der Cobra-Stellung. Probiert euch doch mal dran und schaut, wie flexibel ihr seid. Das war es auch schon von heute. Morgen geht es weiter beim Tu was Gutes Tuesday. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch gerne schon mal in den Kommentaren oder schreibt sie einfach am Freitag und dann werde ich sie euch natürlich auch wieder beantworten nach unserer Wüstenexpedition am Fragen Friday. So, das war's für heute. Passt auf euch auf, genießt den Tag, seid glücklich und dann sage ich nur noch, macht's gut, Weltmeister. Gemeinsam meistern wir die Welt. Herzsprung! Gemeinsam meistern wir die Welt.